ein richtig traumatisches Erlebnis für meine Mom wird gewesen sein, als ich mir meine Pulsadern aufgeschnitten habe. Meine Mutter so, ja, kannst du bitte Sotirios, meinen kleinen Bruder, von einem Kindergarten abholen. Ich habe den abgeholt. Wir sind so 50 Meter von der Wohnung entfernt. Wie immer machen wir ein kleines Rennen. Wer zuerst an der Wohnungstür ist, bekommt vom anderen ein Wassereis ausgegeben. Dann bin ich ja losgesprintet und in diesen letzten Sekunden vor der Tür ist mein Gedächtnis einfach ausgeschaltet. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich dann quasi schon mit meiner Hand durch diese Glasscheibe durchgefasst hatte. In dem Moment habe ich mich so erschrocken, als meine dass Mutter du die Hand rausgezogen hast. Genau, da habe ich die Hand rausgezogen. Oh. Du musst dir vorstellen, die Pulsader war aufgeschnitten. Dann verblutest du einfach so schnell. Meine Mutter sprintet runter, diese paar Treppen. Es war überall schon auf dem Boden Blut. Ich habe in diesem Moment schon einen Liter Blut verloren. Nimmt meine Hand und drückt halt mit ihrer ganzen Kraft, da waren sogar noch Glasscherben drin, drückt sie das aber rein und rettet mir halt das Leben. Die OP hat 7 Stunden gedauert. Ich bin aufgestanden und ich hab einfach Gott gedankt. So. Das war halt dann so auch das letzte Mal, dass ich meinen Bruder vom Kindergarten abgeholt habe.